Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen um 8 Uhr in der Früh auf Zoom, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, darüber zu hören, darüber zu sprechen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Special Guest hier in der Sendung, nämlich unseren lieben Jai Satchinandana Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Sprich einmal richtig kräftig ins Mikro, dann sieht man dich auf dem Bildschirm. Hare Krishna. Super. Ja, Jai Satchinandana Prabhu kommt ursprünglich, also dein transzendentaler Körper kommt ursprünglich aus Serbien, ist das richtig? Nein, meine Körper kommt aus damaliger Jugoslawien. Ah, okay. Und ich bin in Jugoslawien geboren. Ja. Und ich habe 1992 Jugoslawien verlassen und ich bin... Seit dann bin ich unterwegs sozusagen, bis so, ich komme aus Jugoslawien und dann später Jugoslawien ist Serbien und Kroatien geworden und so, aber das eigentlich, mein Land ist Jugoslawien. Das ist eine andere Ideologie und andere Regierungssystem und alles. Und glaube ich auch ein anderes Gefühl, ne, zu seinem Land. Anderes Gefühl, genau. Ich bin nach 14 Jahre, ich bin außer von Jugoslawien oder Serbien. Und dann nach 14 Jahren, ich bin zurück nach Serbien gekommen, gegangen. Und das war ein anderes Land, muss man sagen. Verstehe. Nicht anderes, die Sprache ist das Gleiche, aber es ist eine andere Mentalität. Und ich habe ein Gefühl, dass ich bin ein fremder Mensch in meinem eigenen Land, muss ich sagen. Wow. Interessant. Ja, ich hatte in der Schulklasse damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, da hatte ich auch ein paar Schulfreunde, die sind nach Deutschland eingewandert, so 1960er, 1970er. Und sie kamen auch aus Jugoslawien. Und das ging gerade so los, dass die fingen an, sich zu streiten. Ich habe gedacht, warum streitet ihr euch? Ihr kommt doch aus Jugoslawien. Ja. Und dann ging das so langsam los. Es wurde dann immer aggressiver. Mhm. Und ich hatte auch 1986, habe ich einmal mit meiner Mutter und meiner Schwester, sind wir nach Jugoslawien gefahren, um dort auch so ein bisschen Sommerferien zu haben. Also ich kenne Jugoslawien auch noch als Jugoslawien. Ne? Also das ist auch so mein erstes Gefühl. So, ne? Ja. Ja, also Jai Satchinandana Prabhu ist ein alter Hase im Krishna-Bewusstsein. Wann bist du aktiv, hast du dich aktiv der Bewegung angeschlossen? Das war 1991. 1991. Ich bin damals in Belgrad, wir hatten einen ziemlich großen Tempel, ungefähr 50 bis 70 Devotees war damals da und ich war ja ein Bhakta da 1991. Okay. Ah, okay. Also du blickst auf fast 30 Jahre Krishna-Bewusstsein. Fast, ja. Zurück. Wow. Mhm. Und wir können ja mal ganz kurz in so einem Zeitraffer, nur dass man weiß, was du alles gemacht hast. Du warst, glaube ich, auch in Amerika Tempelpräsident in Portland, Oregon. Ist das ja, richtig? Ja, ich war, okay, ganz kurz. Ich war, weil wegen dieser Bürgerkrieg 1992 habe
die Jugoslawien verlassen und ich bin nach Indien gegangen. Und ich war in Indien bis 1995 und danach ich bin nach den USA, in Amerika gegangen und ich war dort bis 2003 ungefähr und danach bin ich in Indien, Europa, Indien, Südamerika, Indien, Asien oder so, aber Indien war so, Indien war mein Heimat, man kann sagen. Okay. Und ich habe verschiedene Dienste gemacht, Sankirtan Leader, Bhakti Leader und Tempelpräsident, verschiedene Tempels, ein paar Tempels geöffnet. Und in den USA hat einmal 2000 und ich weiß nicht genau, 2000, habe ein Bus gekauft, ein großes Bus gekauft und wir hatten eine fahrende zweite Welle Radha Damodar Sankirtan Party. Wir hatten ungefähr 15 Brahmacharis oder so, manchmal 20. Also ihr habt in einem Bus gelebt, ihr hattet dort auch einen Altar. Ja, wir hatten ein Parkett auf dem Bus, alles, die sitzen draußen, raus und wir hatten ein Parkett, genau wie ein Tempel, wir hatten Altar. Also ein Parkettfußboden. Genau, Parkettfußboden und das war genau wie im Tempel. Wow. Und wir hatten überall in den USA gefahren und gepredigt, viele Konzerte besuchen, dann die Leute wie Prasadam verteilt und Bücher und das war eine fahrende Abenteuer, man kann sagen, im Krishna-Bewusstsein. Und ihr habt 15 Leute in einem Bus gelebt? Ja, das ist zu viel. Das klingt nach Guinness-Buch der Rekorde. 15 Leute ist zu viel. Bis 10, es geht, aber mehr als 10 war sehr, sehr schwer. Manchmal ist es echt schwer, weil wir hatten, manchmal, weil ich möchte im Bus keine Duschkabine haben. Oder wir hatten eine Duschkabine, aber ich möchte keine Toilette. Okay. Weil es gibt viele Brahmacharis, das ist ein bisschen, wenn zwei Leute sind im Bus oder so, ist okay, aber 15 und Brahmacharis und dann wir mussten dann duschen draußen. So jeder hat diese eine sogenannte Gallon Bottle, diese Milch, mit ungefähr 2 Liter oder so. Jeder Brahmachari hat dann 2 Liter Milchflasche und dann das war's für morgen. Und am Morgen wir duschen alle draußen. Wow. Auf dem Parkplatz und manchmal die anderen Leute, die fahren und dann die gehen. Das ist wie außerirdische, rasierte junge Männer in mit Rock. Ja. Ich meine, die mit unseren Gamschas. 15 Leute duschen draußen und das war ein bisschen. Also der Gamscha, für die hier das erste Mal einschalten, Gamscha ist so ein türkisches Badetuch. Also wenn man nach Istanbul ins Badehaus geht, dann kriegt man genau auch so ein Tuch, dass man sich so um die Hüfte wickelt. Genau. Und stell dir vor, dass wir haben 15 Leute mit diesem Rock gießen. Ihr habt nicht nackt geduscht, ne? Um 3.30 Uhr am Morgen. Ja, das ist ein bisschen. Aber das war für uns war ekstatisch natürlich. Und viele Leute, das ist sehr attraktiv. Und viele Leute haben uns gefragt, wer seid ihr? Das ist so eine Menge, diese Strahlung, wie sagt man, strahlende junge Männer. Und das ist echt eine gute Predigt, muss man sagen. Toll, toll. Wow. Und wie lange wir waren immer in Dhotis, unsere Dhotis. Mhm. Und manche Leute denken, wir sind Buddhisten oder so. Und ja, das war. Und wie lange bist du schon in Deutschland wieder zurück? In Deutschland bin ich ungefähr 10 Jahre oder so. 10 Jahre, okay, wow. Neun Jahre oder so ungefähr. Genau. Und jetzt hast du in Köln gerade so einen Bhakta-Ausbildungskurs hinter dir gebracht. Ich glaube mit 13. Neunwöchigen Kurs, genau. Wir hatten am Anfang ungefähr mehr Teilnehmer, aber wir sind nicht angefangen. Sich angemeldet, aber am Ende, wir hatten 13, das ist
nicht schlimm. Wir hatten dreimal pro Woche diesen Kurs, eineinhalb Stunden jeden Tag. Und wir hatten alle Themen über Krishna-Bewusstsein, Philosophie, praktische Anwendung, das alles, alles. Für, alles. Wow. Und da gab es, glaube ich, sogar Zertifikate. Genau, ich habe hier Zertifikat. Zeig mal. Diese Zertifikate gegeben. Jeder Teilnehmer. Kannst du noch mal zeigen? Die Kamera war eben nicht eingeblendet. Die Kamera, okay. Und sag etwas. Ja, du musst etwas sagen, sonst sieht man sie nicht. Ah, sieht man nicht, okay. So, jetzt musst du, okay. Es ist so, wenn, okay, wer in die Kamera spricht, die Kamera geht an. Wenn du nichts sagst, kommt deine Kamera. Ah, okay, sag was. Okay, das ist ein Zertifikat mit Srila Prabhupada und ISKCON Logo. Und von ISKCON Köln, das ist ein einwöchiges Zertifikat, dass wir haben diese erfolgreich abgeschlossen. Und wir hatten zweimal mündliche Prüfung, nach drei Wochen eine Prüfung und nach sechs Wochen nochmal. Und am Ende, wir hatten ein Essay, jeder Teilnehmer musste ein Essay schreiben, was habe ich in diesen neun Wochen gelernt. Und ich bin sehr zufrieden, die Teilnehmer waren sehr ernsthaft und sie hatten die Versen, wir hatten einen Vers der Woche, jede Woche, wir hatten einen Vers von Bhagavad Gita, wir hatten gelernt und das ist sehr gut. Also ihr habt Verse auswendig auch gelernt? Auswendig, genau. Man muss auswendig lernen. So neun Versen, das ist nicht schlimm. Okay. Wir haben alle neun Versen gelernt. Was war der erste Vers? Aham Sarvasya Prabhavo Matasaram Pravatate. Ich bin der Ursprung aller Welten, weil das war, wir haben von Anfang angefangen. Ja. Was war am Anfang dieses materiellen Universum und warum dieses materielle Universum existiert? Und dann, das war der erste Schritt, sozusagen, dass Krishna ist der Ursprung aller Welten und so weiter. Wow, okay. Ja, da haben wir mal kurz einen Zeitraffer gehabt über dein spirituelles Leben. Und wie hast du das Krishna-Bewusstsein damals in Jugoslawien kennengelernt? Wie alt warst du da? Was hast du in der Zeit gemacht? Ich war am Anfang, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, es gibt 10 Jahre in meiner Schule. Und dann hast du 2 Jahre extra, das ist, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch? Oberstufe oder so. Habe Wirtschaft studiert und ich bin echt unzufrieden damit. Und habe viele Bücher gelesen ich habe mich gewundert, warum muss ich das machen? Warum? Meine Frage war immer, warum? Zum Beispiel, ich habe viel Kafka gelesen, Franz Kafka. Und ich habe gefunden, dass diese Absurdität sozusagen, diese materielle Welt und diese Sinnlosigkeit in diesem Buch, das heißt Der Schloss oder Das Schloss. Mhm. Und das war für mich, ich war 17 oder so, 18, und habe gesagt, warum muss man das alles machen? Warum? Mhm. Und dann habe später, als ich 18 war, ich habe mich fasziniert mit dem Tod. Das ist interessant. Und habe viele Bücher über Tod gelesen. Dieses tibetisches Totenbuch, wie heißt das? Ja, heißt so. Tibetisches Totenbuch und christliche Mystik Emanuel Swedenborg. Er hat auch über Tod und Himmel und Hölle und alle diese Erzählungen waren da, dass wir sind, es gibt weiter, das Körper, wenn das Körper endet, das ist nicht Ende, es gibt weiter, wir existieren weiter und das für mich war echt faszinierend. Okay. Wie bist du denn erzogen worden, so christlich, katholisch oder? Ich bin echt hundertprozentig im Kommunismus aufgewachsen. Ich war ein Mitglied der kommunistischen Partei, jugendliche kommunistische Partei. Und Kommunismus war in meinem Herzen. Revolution,
die Proletariat, das ist das, was ich war. Sehr, sehr. Okay. Deine Eltern auch? Meine Eltern hat kein Interesse. An Kommunismus oder an Religion? An Religion und Kommunismus, sie hatten kein Interesse, nichts. Sie sind nur gearbeitet. Und damals, wir hatten, das war nicht verboten, an religiöse Menschen zu sein, aber 99,9% die haben kein Interesse in Religion, echt. Okay. Religion war kein Thema. Also für deine Eltern oder überhaupt für die Menschen? Überhaupt. Das war kein Thema. Nur die alte Frauen, die 80 Jahre alt war, die sind in die Kirche gegangen oder so, aber die meisten, 99%, die hatten kein Interesse. Das war kein Thema, das war nichts. Hat sich das heute verändert so insgesamt? Ja, deswegen in Serbien, wegen diesem Krieg, dieser religiöse Enthusiasmus oder religiöse Fanatismus ist wieder aufgewachsen, wie sagt man, aufgeblüht oder aufgeblüht, aufgekeimt. Und das war ein bisschen gefährlich, weil Hare Krishna Devotees. Okay. Wenn du sagst, ich bin ein Hare Krishna, oh, du gehst zur Hölle oder so, und dann der zweite, dass man kann, wie sagt man, gewaltig sein. Gewalttätig gegen die Hare Krishnas. Das ein paar Mal, das passiert auch. Aber heute nicht mehr, oder? Nein, weil es gibt keinen Tempel in Belgrad, deswegen. Aha, okay. Okay, also du meinst, wenn es einen Tempel gäbe, dann würde man so etwas wieder... Ja, wir wissen nicht, ja. Hm. Okay. Weil diese... Ach, das ist... Okay. Ja, nächste. Es war ja auch dann Krieg. Ne? Du bist du aus Jugoslawien auch wegen dem Krieg rausgegangen? Genau, weil ich war, wie sagt man da, drafted auf Deutsch? Du wurdest eingezogen zum Militär. Eingezogen, denn ich musste in den Krieg und ich war schon Hare Krishna Devotee und dann, ich möchte das natürlich nicht machen. Und ich habe versucht, mit anderen Wege, das zu meinem Arzt, meine Mutter hat einen Arzt, hat einen Freundarzt, und dass ich krank bin oder so, oder psychisch krank, dass ich möchte nicht ins Krieg, und dann, das war nicht möglich. Und habe gedacht, okay, jetzt muss ich was machen, denn, weil ich habe den Daten, war, ich weiß nicht genau, November und das Oktober, ich habe nicht gewusst, was soll ich jetzt tun. Und dann, ich bin einfach nach Indien gegangen. Okay, du bist einfach dort so ins Flugzeug gestiegen? Nee, ich hatte kein Geld und damals war auch schwer und ich bin nur, wie sagen wir, bei Fuß gelaufen. Okay. Du bist zu Fuß nach Indien gelaufen? Zu Fuß, ja. Wow. Hitchhiking, wie heißt das? Getrampt. Ja, aber viel laufen. Wow. Also von Jugoslawien bist du ganz nach Indien, hast du dich irgendwie durchgeschlagen? Genau. Jugoslawien, Bulgarien, Türkei, Iran, Pakistan und danach nach Indien. Da hast du sicher auch ein paar spannende Sachen erlebt, oder? Ja, echt. Echt spannend. Auch gefährliche Sachen? Gefährlich auch. Was war das Gefährlichste? Gefährlichste war, ich war einmal... Man kann sagen, angehaftet in Iran von den Armee, Polizei, ich weiß nicht, die hatten diese Camouflage-Uniform, wie sagt man das? So Militäruniform. Militäruniform mit alles Waffen und das sind 10 Leute oder so. Mhm. Die haben gedacht, dass, weil, also die Geschichte, ich weiß nicht genau, Tabriz oder so in Iran, und ich bin in der Nacht in einem neben einem Fluss geschlafen, im Wald. Mhm. Und neben diesem Fluss war diese Tonne, so rote, wie sagt man, Mud, Erde. Okay. Eine rote Erde. Und das rote Erde, weil ich geschlafen habe, meine Jeans war rot, meine Beine waren rot. Und die haben gedacht, weil also ein Mord in diesem Dorf, und jemand hat gedacht, dass die hat Blut auf meine Hose. Die haben gedacht, dass ich bin
Der Mörder. Der Mörder. Und dann, das war eine Polizei, eine Armee oder so, Waffen. Und wir sind, ich bin auf dem Boden, auf dem Asphalt. Die sind meine, mit, wie sagt man, mit dem Fuß, dieses Boot an meinem Kopf und mit diesem Maschinengewehr auf meinem Kopf. Und, wow. Und damals, ich hatte kein, ich konnte nicht gut Englisch sprechen oder kein Englisch, man kann sagen, ein bisschen. Ja, ja. Und ich auch. Und das war ein bisschen, ich musste erzählen, was ich mache, wohin gehe ich. Und das war eine echte Geschichte. Aber Krishna hat arrangiert und ich habe gesagt, wir haben gefragt, wohin gehst du? Ich gehe nach Indien. Ja. Das ist nach Indien? Das ist in Iran. Was? Und er hat geguckt, meine Tasche, er hat kein Geld. Ja. Hatte kein Geld damals und dann hat er gesagt, du gehst nach Indien, du hast kein Geld? Er sagt, ja, das ist so. Und er sagt, okay, dann warte hier. Und dann, ich habe im Gefängnis, nicht Gefängnis, aber Gefängnis gewartet, eine Stunde oder so. Und dann dieser Kommandant, das ist ein sehr gefährlicher Mann, komm mit mir. Und dann hat er mich draußen gefahren auf die Straße, auf die Autobahn. Und er hat diese ein große Zeichen Stopp. Und er hat ein LKW für mich, wow, wie sagt man, gestoppt. Und er hat gesagt, du fahr ihn nach Teheran. So, danke. 700 Kilometer. Wow. Vielen, vielen Dank. Wollte der dann nach Teheran überhaupt fahren? Ja. Also das ist die türkische. Ich muss sagen, die türkische Leute sind die netteste Leute. Die türkische. Immer nett, immer freundlich. Die haben damals, die Türken hatten Angst, allein ein LKW allein zu fahren, weil das viele Banditen in diese Berge und wo die Grenze Türkei in Iran sind. Und dann die türkische LKW-Fahrer fahren immer mit 5 oder 6 oder 7 LKW zusammen. Und ich war, wie sagt man, Guest of Honor, sozusagen. Ehrengast. Ehrengast. Wenn die essen, die geben mir zuerst alles, was die haben, die geben mir zuerst. Ah, okay. Und ich war, ja. Und am Ende, alle LKW-Fahrer hat ein bisschen Geld gesammelt und haben Geld gegeben. Das ist sehr, sehr, die türkische Leute war für mich super nett. Ja. Okay, schön zu hören. Mhm. Ja. Und dann hast du dich weiter nach Indien durchgeschlagen, dann von... Nach Iran, ja. Und das war ein bisschen ein paar Abenteuer, weil ich hatte kein Geld für Visum. Das das ist auch ein Abenteuer, aber ja. Okay. In Pakistan auch und Iran. Musstest du dann so, du konntest nicht offiziell über die Grenze rüber, sondern... Nee, ich möchte Geld finden. Ich habe Geld gefunden. Ich weiß, das ist eine lange Geschichte, aber ich habe zweimal Geld gefunden für die Visum. Ah. Pakistan, in Iran habe ich Geld gefunden und in Pakistan auch. Aha. Okay. Und als du dann nach Indien kamst, über die letzte Grenze? Und dann, ich war in Indien und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Warst du auf Deutsch? Ist das Indien oder? Bitte? Ich habe dich eben nicht verstanden. Auf Deutsch, du wolltest irgendwas sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ah, du warst etwas enttäuscht. Genau. Ah, okay. Weil ich habe gedacht, ich habe gelesen die Bücher von Srila Prabhupada und Nektar der Hingabe, das war mein Buch, Nektar der Hingabe. Und dann habe ich erwartet, dass Indien ist ein Himmel mit den Weisen in die Bergen oder Weisen neben dem Fluss, die sitzen und die haben transzendentale Wissen und ich bin in Neu-Delhi um 5 Uhr morgens und das war eine für mich ein Schock. Du hast dir Indien so ein bisschen romantisch vorgestellt. So. Genau, romantisch wie eine Märchen, eine spirituelle Märchen. Also so wie im Siddhartha-Roman. Genau, wie ein Siddhartha-Roman. Ich habe auch Siddhartha gelesen, ja, genau, zweimal oder so. Und dann dachtest du da, du kommst nach Indien, die Weisen sitzen am Fluss und sprechen über die Bhagavad Gita. Genau, und dann du fragst, oh, du bist gekommen, ich habe auf dich gewartet. Und so. Aber ja.
Eigentlich, es war New Delhi und Straßenverkehr war unglaublich und viele Leute und Geräusche und Sirene und und ich habe gefragt, weil, das ist eine lange Geschichte, ich habe Adresse von einem, ich habe nicht gewusst, wohin jetzt, ich hatte keine Mappe, ich hatte keinen Plan. Meinem ganzen diesen Weg, wenn die Leute fragen mir, wohin gehst du, ich hab gesagt, nach Indien. Ich habe nicht gewusst, wo gehe ich, wo. Und dann, ich war in Indien und dann, was jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich war in Indien und habe nicht gewusst, was soll ich jetzt tun? Okay. Und ich habe eine Adresse von Studenten von Nigerien in Pakistan genommen, das ist eine lange Geschichte. Mhm. Und ich möchte zu diesen Studenten, weil er hat kein Geld und hat kein... Und ich war dort und ich, jeder Person habe ich gefragt, hat mir einen anderen Weg gezeigt. Okay. Zum Beispiel frage ich, wo ist, ich glaube, Friends Colony oder so, diese Adresse. Oh, Friends Colony. This way, links. Ja. Und ich habe eine andere Person, wo ist die Friends Colony? Oh, rechts. Oh, Friends Colony, geradeaus. Und das ist so für mich, oh mein Gott. Das war ein bisschen außergewöhnlich für mich. Und am Ende habe ich es gefunden, diese Studenten, nigerische Studenten gefunden. Und ich war dort eine Woche oder so. Das war jetzt schon in Indien oder das war noch in Pakistan? Das war in Delhi. In Delhi. Okay. Und habe ich jetzt, was soll ich jetzt tun? Ich habe nicht gewusst. Und ich habe eine Karte gesehen, die hatten eine Karte auf New Delhi. Ja. Und das war ein Fluss neben New Delhi, das heißt Yamuna. Und dann gesagt, oh, Yamuna, das ist Rupa Goswami, ist da, Yamuna. Und dann, ich möchte nach Yamuna. Ja. Die haben gedacht, nein, diese Studenten sagen, nein, geht nicht, das Yamuna ist so schmutzig. Und nein, das ist Yamuna, es ist Krishnas Lotusfüße. Ja. Angefasst. Und ich bin nach Richtung Yamuna gegangen und habe gedacht, oh, lass mich probieren, diese, wie heißt das, Immigration oder so. Ja. Office, wie heißt das? Ich weiß nicht genau. Refugee, like wie Flüchtlinge, wie Flüchtlingebüro oder so. Okay. Weil so. Ich war, deswegen in Pakistan habe ich in diese Flüchtlingebüro gegangen und ich habe ein bisschen Geld bekommen. So, ich habe gedacht, okay, lass mich probieren hier in Indien, Flüchtlingebüro. Und ich habe nur auf die Straße Leute gefragt, weißt du, wo der Flüchtlingebüro ist? Okay. Und die Leute, nein, nein, nein. Und nach einer Stunde, jemand hat gesagt, geh rechts und nach rechts. Und dann am Ende habe ich gefunden. Oh, okay. Das war mein GPS, persönlich. mein Navi. Und ich bin dort gegangen und habe gewartet. Und ich bin dort gesessen und ein Iskon-Devote ist reingegangen. Das war ein Wahnsinn für mich. In 22 Millionen Leute in Delhi und, ja. Und damals, wenn ich dort bin, gibt es einen Iskan Devoti von Armenien. Dieser Devoti ist Devoti, dass diese Salted Bread geschrieben ist. Wie heißt der? Ja, an das Buch kann ich mich erinnern. Ja. Also Sarva Bhavana? Sarva Bhavana, genau, Prabhu, danke. Sarva Bhavana. Und er hat mich gefragt, und dann habe ich gesagt, bist du Iskon Devoti? Und er hat mir gesagt, ja, kennst du Sri Vishnupad? ja, klar, dann hör das. Und er hat diese Sri Vishnupad über Buchverteilung. Buchverteilung ist sehr wichtig. Und habe ich gedacht, yes. Iskon. Und er hat mir gesagt, und was machst du hier? Und habe ihm erzählt ein bisschen. Also ganz kurz für die Leute, die zum ersten Mal hier einschalten. Ja. Vishnupad war damals ein sehr einflussreicher spiritueller Meister in der ISKCON und hat viele Vorträge gehalten, die auch noch so auf normalen Kassetten aufgenommen wurden und die wurden dann so ein bisschen zirkuliert. Genau, damals die Kassetten, genau. Also keine CDs, also Vor-CDs. Genau. Und dann hat mir gesagt, du musst nach Vrindavan gehen. Mhm. Und dort bleiben. Und ich sage, nein, Vrindavan, das ist Rupa Goswami, ich bin eine gefallene Seele, ich bin nicht qualifiziert. Doch,
Quatsch, gehe nach Vrindavan. Also Vrindavan ist der Ort, an dem Krishna gelebt hat vor 5000 Jahren. Und diesen Ort kann man auch heute noch besuchen. Der liegt so zwischen Delhi und Agra. Das ist wohl einigen ein Begriff. Genau, das ist ein heiliger Ort, der heiligste, man kann sagen. Mhm. Und Krishna ist dort erschienen, geboren und hat viele Spiele. Und habe gedacht, ich bin nicht qualifiziert, dieser reine Ort, und ich bin unrein Person und so weiter. Mhm. Und er hat mir gesagt, Quatsch, du musst nach Vrindavan gehen. Und dann hat er mir Adresse von Delhi Tempel gegeben. Damals der war keine diese große Tempel wie heute, Glory of India. Damals war nur eine Berg. Baustelle. Und, ja, nein, das ist eine Vorbaustelle. Ah. Es war nur ein Hügel. Aber damals haben das gekauft oder so, aber das war nicht Baustelle damals. Und vielleicht am Anfang. Und die haben die Adresse von Vrindavan gegeben, wie. Und dann ich bin dort einen Bus genommen. Und diese Chatikara Road, Chatikara Kreuzung, das ist eine Straße. Heute ist es Autobahn, ich glaube. Ja. Damals war nur eine Straße nach Agra, wo die Taj Mahal ist. Von Delhi nach Agra. Und dann diese Kreuzung, Chatikara, damals war nichts. Nichts, nur ein Kreuzung. Es war sehr rustikal, ja. Heute ist, wir haben diese Zeichen und Geschäfte und viele und Taxistand und damals war gar nicht. Ja. Und ich bin dann da ungefähr 19 Uhr oder so, 18 Uhr am Abend. Und ich bin dort auf dieser Kreuzung gestanden, okay, was soll ich jetzt tun? Und da waren ein paar Leute, die dort nicht gesessen, aber wie sagt man das? Squatting. Squatting. Wenn jemand nicht sitzt, aber. Ach ja, gehockt. Gehockt. Ja. Und die sind die Chai getrunken, die Tee getrunken und Zigaretten geraucht. Sagen, wie heißt du? Was machst du hier? Wohin? Habe gedacht, habe keine Ahnung. Ich sage, komm hier, sitz hier. Und dann ich bin dort gesessen ein paar Minuten und nach 10 Minuten oder so ein Motorrad ist vorbeigefahren, ein Milkman, ein Verkäufer. Ja, Milchmann, Milchverkäufer. Er hat diese große Becher mit Milch. Milchkannen in seinem Motorrad. Und er hat gesagt, sitz hinter mir. Oh. Und hat keine Ahnung, wohin gehen wir, was machen wir. Und er hat mich gerade, und hat gesagt, wie heißt du? Ich habe gesagt, ich heiße Sascha. Sascha, welcome to Vrindavan. Jairad, hey. Ich sagte, okay, Haribo. Und irgendwie gerade von ISKCON Tempel rausgeschmissen, sozusagen, diese, geh rein. Ja. Und für mich das war wow, das ist toll. Krishna hat mich. Das war 1992. 92, genau. Mhm. Krishna hat mir zum Krishna Balaram. Da kannst du ja eigentlich fast ein Buch drüber schreiben, ne, über deine Reise. Ja, wahrscheinlich ein Tag, ja. Das könnte sein. Das ist ja so eine andere, eine etwas andere Variante von Radhanathswami. Ja, so Journey Home, wie heißt Journey das? Journey Home, genau. Das ist nicht Journey Home, das ist mehr als eine Flucht. Ja. Flucht also, zu Krishna. Genau, du hast ja vorhin gesagt, dass du manchmal in diesen Flüchtlingsbüros da auch angeklopft hast. Und das war ja auch tatsächlich in deinem Fall so, wenn man sich diesen Jugoslawienkrieg mal von heute aus mal betrachtet, das war ja auch ein sehr grausamer Krieg. Da sind ja wirklich schlimme Sachen passiert. Aber die haben nicht geholfen, die Flüchtlinge Büro, sehr unfreundlich, echt unfreundlich zu mir. Wahnsinn. Und aber ich habe andere Flüchtlinge getroffen und das war gut. Und die haben mir
einen anderen Weg gezeigt. Du kannst Geld hier finden oder dort finden. Und die haben dir gute Tipps gegeben und genau, Ratschläge. Genau. Ich war in Afghanistan, ich war fast 2 Wochen oder so, weil ich hatte kein Geld für die Visa für Indien. Das war auch eine Enttäuschung. Ich habe gedacht, Indien, Gandhi und die geben mir einfach Visa ohne Geld oder so. Und das ist sehr indische Botschaft, eigentlich doch freundlich, muss ich sagen. Und ich habe fast 2 Wochen mit afghanistanischen und iranischen Flüchtlingen, die hatten ein Haus gegeben und ich war dort geschlafen und alles, die hatten mich sehr gekümmert über mich, sehr, sehr gut. Und das ist sehr. Ja, also du hast negative Erfahrungen gemacht, aber auch positive. Ja, genau, wie immer. Viel, aber eigentlich viele positive Erfahrungen. Schön, schön. Die Leute sind immer hilfreich. Mhm. Muslime oder in Pakistan, die Leute waren so nett, das ist extra nett. Pakistanische ja, ja. Leute waren super nett. Habe ich auch gehört. Ne? Hilfreich. Oh, komm zu meinem Haus und Geld geben. Das pakistanische Leute waren super, super nett. Wir haben oft so durch Medien, haben wir manchmal so ein anderes Bild über bestimmte Länder und Völker. Ja. Aber oft, wenn dann Leute wirklich dort mal hingehen. Und ich habe zweimal wie sagt man, eine Möglichkeit, einmal in Pakistan, in Botschaft, pakistanische Konsul hat mir gesagt, wenn du Islam nimmst, ich mache dich berühmter Mann in Pakistan. Und habe gedacht, ja, vielleicht. ich war schon halb geschnallt, aber und Iran, ich hatte ein Mann, Geschäftsmann, hat mir seine Tochter, möchte mir seine Tochter geben. Weil er hat gedacht, er hat, ich weiß nicht, 4 Töchter oder so, und ich gebe mir eine Tochter, meine Tochter zu dir, und dann du wirst ein berühmter Mann in Iran, als Mann, das christliche Glaube verlassen hat und Islam genommen. Und habe gedacht, okay, vielleicht, aber ja, danke, vielen, vielen Dank, Hare Krishna. Also du musstest auch ein paar Teste. Ja, das bestehen. War ein Test. Das war ein riesiger Test. Da habe ich gedacht, weil ich bin in Jugoslawien, dieser Ostteil von Jugoslawien geboren und ich habe viel Kontakt, nicht Kontakte, aber Kultur sehr ähnlich wie diese türkische Kultur. Ja. Die Essen und diese Burek und Baklava. Genau. Das ist alles. Und das war nicht fremd für mich. Das gehörte ja mal zum Osmanischen Reich auch. Ja, genau, 500 Jahre. Mhm. 500 Jahre. So für mich war diese islamische Kultur bekannt. Sehr bekannt. Bekannt für mich. Und Mentalität war das Gleiche. So. Ja, sehr spannend. Also, Jai Satchinandanab, so zum Abschluss, weil wir das Ganze ja ein bisschen auch in Verbindung mit dem Srimad Bhagavatam bringen wollen. Genau. Und nächstes Mal, wenn wir dich einladen, dann gehen wir mit dir gleich in den Nektar des Bhagavatams. Aber mir ist wichtig, dass wir erstmal auch Bekanntschaft machen, Bekanntschaft schließen mit ja. Personen, mit Devotis, mit denen wir dann in der Zukunft auch über das Bhagavatam sprechen. Meine Frage zum Abschluss. Wie hast du das erste Mal so ganz bewusst angefangen, das Srimad Bhagavatam zu lesen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Erinnerungen, wo du gedacht hast, oh, das ist ein interessantes Buch oder irgendeine eine interessante Stelle oder Geschichte? Ja. Srimad Bhagavatam ist mein erster Kontakt mit Krishna-Bewusstsein eigentlich. Mhm. Ich habe Devotees nicht getroffen. Ich habe diese viele Bücher gelesen, diese über Tod oder was noch. Und ein Freund hat mir gesagt, ich habe ein Buch, 2 Bücher eigentlich. Das ist etwas aus Indien, ich weiß nicht genau, was ist das. Aber du liest diese komischen Bücher und ich gebe dir. Und er hat mir gegeben, Srimad Bhagavatam, das ist der dritte Kanto, Lehre von Kapila Dev. Und ich habe das gelesen und das in meiner Welt ist ein neuer Himmel ist geöffnet.
weil diese ich habe jetzt hab geguckt, diese Kapitel, fundamentale Prinzipien der materiellen Natur. Was ist eine feinstoffliche materielle Energie? Elemente als Pradhan, der Zeit. Was ist das? Für mich war das, wow, was ist Zeit? Das sind alle neue Themen. Was ist Intelligenz, Geist? Mhm. Und wie auch später am Ende in Kapila Dev erzählt, was ist passiert mit der Seele, Wiedergeburt und zukünftige Person in Mutterleib, er betet an Krishna, an Vishnu. Und für mich, das war wow, unglaublich. Und ich habe alles gelesen und später Kapila Dev auch erzählt, was ist der hier Bhakti, hingebungsvollen Dienst. Und ich habe das gelesen und sofort hingebungsvollen Dienst, wie sagt man, praktizieren. Ich habe nicht gewusst, dass ISKCON existiert, der Hare Krishna existieren. Nur von diesem Buch, dritte Kanto von Srimad Bhagavatam. Drittes oder dritte Kanto? Dritter Kanto mit Kanto. Zweiter Teil wahrscheinlich. Zweiter Teil, das ist der zweite Teil. Kapitel, ich weiß nicht, 28 genau. Oder so, 29, ja. am Ende. Die ganzen 20er bis, 30, bis Anfang 30. Hm. Ja, das war hinbegebungsvollen Dienst und habe gedacht, das mache ich. Nee, das mag ich, das mache ich. Und sofort, Srila Prabhupada hat geschrieben, man muss 4 regulierende Prinzipien folgen und ich habe sofort 3 gefolgt, einen nicht, aber 3. Und dann sofort habe ich gechantet Hare Krishna, ohne dass ich wisse, dass die Devotees existieren oder Tempel existiert, nicht, gar nicht. Und das war meine Srimad Bhagavatam Erfahrung. Sehr nice. So, Srimad Bhagavatam für mich ist ein Beacon of Light, sozusagen auf Englisch. Und du liest ja das Bhagavatam immer noch, ne? Also, ich lese Bhagavatam seit dann, 30 Jahren. So. Also das stelle ich auch fest. Es gibt ja so Bücher, ich habe früher als Teenager Herr der Ringe gelesen. Mhm. Und wenn du das dann durchgelesen hast, dann kommst du kaum auf die Idee, ja, dann fange ich damit doch nochmal wieder von vorne an. Ja. Dann denkst du, okay, jetzt muss ich ein anderes Buch lesen. Aber beim Srimad Bhagavatam, wenn man das durchgelesen hat, dann denkt man, boah, das muss ich nochmal lesen. Also so ganz natürliches Gefühl. Ja, klar. Ich habe vor ein paar Wochen, weil ich habe vorbereitet für meinen Bhakta-Kurs und ich habe gelesen Srila Prabhupadas Zusammenfassung von 10. Kanto. Von Srimad Bhagavatam, das heißt Krishna, Quelle aller Freude oder Krishna, ja. Krishna Buch. Ja. Und am Ende, es gibt die Prayers of the Personified Vedas. Die Gebete der personifizierten Veden. Mhm. Und habe gedacht, wow, ich habe das zweimal oder so gelesen, aber das war eine neue also Realisation. Man denkt, man liest ein neues Buch, ne, wenn man... Ja, ich habe das nie gesehen. Das ist unglaublich. Das höre ich oft, ja. So. Jai, Satchinandana, vielen Dank für deinen sehr spannenden Bericht aus deinem Leben und wie dich Krishna über eine abenteuerliche Reise zu ihm geführt hat, direkt nach Vrindavan. Ja. Den heiligen Ort, wo Krishna vor 5000 Jahren erschienen ist. Und also man hört schon, dass man mit dir darüber bestimmt 7 Tage sprechen könnte, nur über deine Abenteuergeschichten. Und sicherlich hast du auch viele spannende Sachen aus Amerika, wo du in Amerika warst mit eurem Reisebus. Auch sehr spannend, finde ich. Und ja, gerne freuen wir uns, dich in absehbarer Zukunft hier wieder einladen zu dürfen und dann direkt über das Srimad Bhagavatam zu sprechen. Wir werden hinter den Kulissen das nochmal genauer planen. Genau. Ne? Und wir sind jetzt im ersten Kapitel. Da treffen die Weisen von Naimisharanya, die kommen zusammen, wollen ein Opfer ausführen und dann kommt Suta Goswami. Mhm. Da sind wir gerade an dieser Stelle. Prima! Dann würde ich sagen, können wir ja zum
Abschied gleich nochmal unsere Mikrofone einschalten und mit Jai Satchinandana Prabhu den Hare Krishna Maha Mantra einmal chanten. Falls ihr zur YouTube-hörenden Nachwelt gehört und live dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Zugangslink zu unserer Zoom-Session. Jeden Morgen um 8 Uhr treffen wir uns hier, so für eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr, um aus dem Srimad Bhagavatam gemeinsam zu hören, zu sprechen. Und ja. Hare Krishna. Hare Krishna. Dann würde ich sagen, ich habe hier mal meine Ukulele. Okay, also ich würde gerne, dass du einmal vorsingst, aber das wird okay. Schwierig. Ja, klar, weil ich es gibt so eine Zeitverzögerung. Ja. Aber wir können, du kannst mit den Teilnehmern kräftig einmal nachsingen, ja? Ja. Okay, Achtung, Moment, ich muss hier mal kurz. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. All you need is love. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.